Hallo zusammen, wir gehen heute mal wieder in einen Supermarkt. Ja, ist länger her und das ist auch nicht irgendein Supermarkt, sondern ein Gourmet-Supermarkt. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Gourmet als Gourmet-Supermarkt bezeichnet sich diese kleine texanische Kette selbst auf ihrer Webseite und in der generellen Beschreibung. Wir gehen mal hier kurz am Eingang vorbei. Übers Foodie Crossing sind wir gerade gelaufen. Ja, nicht einfach irgendeine Kreuzung, sondern ein Foodie Crossing. Foodie, ja, schwer zu übersetzen. Feinschmecker, Gourmet, so ein bisschen so ein Modewort. Hier nochmal ein Blick, der Central Market, von dem es 10 Filialen gibt, alle in Texas. Und dieser Supermarkt gehört zu HEB, also HEB, H-E-B geschrieben. Ist eine Supermarktkette, die unter dem Logo HEB eigene Läden betreibt. Und Central Market, wie gesagt, gehört den Leuten oder dieser Firma. Und es gibt eben 10 Locations seit 1994. Und dieser Laden hier in South Lake, Texas, hat im Dezember 2006 eröffnet. So, hier können wir nicht rein. Exit only, please. Schauen wir mal, wo der Eingang ist. Komm, wir nehmen uns hier mal so einen Alibi-Einkaufswagen, weil ich jetzt ja wie gesagt nicht einkaufen werde. Also nicht wie gesagt. Sure. Weil ich werde jetzt hier nicht einkaufen, sondern mich komplett darauf fokussieren, euch eine Videotour von diesem Markt zu bringen. Genau, gehen wir mal rein. Was wird hier verkauft? Feuerholz. Feuerholz, immerhin zwischen 8 Dollar und 12 Dollar. Wie immer, erwähne ich jetzt noch einmal, kommen Sales Tags noch drauf. 8,25% in der Stadt South Lake, außer auf nicht zubereitete Lebensmittel. Das heißt, wenn ihr euch jetzt hier ein Stück Fleisch, Milch, irgendwas kauft, was halt nicht zubereitetes Lebensmittel ist, dann kommt keine Steuer drauf. So, willkommen. Das sind ein paar Einkaufswagen. Information. Ich muss ja auch zugeben, ich bin kein häufiger Kunde hier in diesem Laden, weil er mir zu teuer ist. Also er ist wirklich sehr teuer. Vielleicht jetzt nicht jedes einzelne Produkt, aber im Durchschnitt schon. Es ist halt, wie gesagt, das Konzept dieses Ladens ist halt Gourmet-Ware, wobei man hier natürlich ganz normale Lebensmittel kaufen kann auch. Aber wie man halt schon sieht hier in dieser ganzen Präsentation, ist es halt alles eher so am edleren Ende. Ich meine, hier so schön auf Eis, das ist Eis hier drunter, unter dem Organic Celery für 2,26. 2,98 für diese Leeks. Naja, ihr seht es ja wahrscheinlich selbst. Und wie gesagt, der Laden ist mir jetzt persönlich ein bisschen zu teuer, um hier täglich einkaufen zu gehen. Passt aber ganz gut nach South Lake, dieses Konzept, weil South Lake, die Stadt, in der wir uns hier befinden, ist nach Einkommen die viertreichste Stadt der USA. Ja, die reichste Stadt ist Los Altos, Kalifornien im Übrigen. Und South Lake hat ein durchschnittliches Haushaltseinkommen, also es geht bei diesem Vergleich nicht um Vermögen, sondern um Haushaltseinkommen. Und South Lake hat ein durchschnittliches Haushaltseinkommen 2021 und die 5 Jahre davor im Durchschnitt von jährlich 240.000 Dollar. Wie gesagt, Durchschnitt. Auch nicht Median, sondern Durchschnitt. Und das durchschnittliche Haushaltseinkommen in den USA insgesamt ist bei 70.000. Also schon mehr als das Dreifache des Durchschnitts. Dieser Supermarkt hat, wie gesagt, so als Konzept, dass sie natürlich normale Sachen anbieten für den täglichen Einkauf, aber halt auch speziell irgendwelche Produkte anbieten, die man in anderen Supermärkten nicht so ohne weiteres bekommt. Und entsprechend kann man hier natürlich irgendwelche Sachen finden, die man vielleicht im normalen Supermarkt vergeblich sucht. Ja, das ist halt hier, ich will mich gar nicht so lange aufhalten hier in der Produce-Ecke, also Obst und Gemüse.
sondern gleich mal weiter durchgehen zu der Fischtheke und zum Fleischerstand. Weil das haben sie hier, was man in einem normalen Supermarkt nicht ganz so häufig findet oder jedenfalls nicht in so guter Qualität, ist eben eine Fischtheke. Gibt es natürlich auch bei Whole Foods findet ihr zum Beispiel eine Fischtheke, aber wir schauen uns die, die es hier gibt, jedenfalls gleich mal an. So, wir sehen schon sehr viele verschiedene Sorten von Pilzen, auch nicht gerade günstig. Also hier zum Beispiel diese Shiitake-Pilze kosten 15 Dollar pro Pfund, 454 Gramm. Dann gibt es hier auch noch Sun-Dried Tomatoes, getrocknete Tomaten, für 6,99. Ich nehme auch mal an pro Pfund. Und verschiedenste exotische oder auch nicht exotische Gemüsesorten, Turnips zum Beispiel hier. Weil das kann jetzt auch pro Stück sein, kann ich jetzt gerade nicht so richtig nachvollziehen. Auf jeden Fall sind hier schon sehr spezielle Sachen mit bei. Baby Bunch Beets, also hier so rote Beete in so einem, in so einer Form, dann rote Beete da drüben, oder vielleicht sind es auch nur Beete und keine roten Beete. Und ein paar Sachen, von denen ich jetzt gar nicht weiß, was es ist. Daikon, noch nie gehört. Gut, eine Selleriewurzel, klar, kennt man. Parsnip. Verschiedenste Karottensorten. Hier zum Beispiel Beta Sweet Carrots with Tops. Ja, gut. Sehr viel Auswahl an Gemüse. Wir gucken mal, was hier in diesem, mit diesem Chemielabor hier gerade passiert. Was ist das hier? Okay, das sind Pilze, die hier wachsen. Interessant. Wobei, wenn die hier wahrscheinlich nur so als zu Ausstellungszwecken werden die hier gezeigt. Mushroom Mini Farm. Da könnt ihr auf Pause drücken und euch das durchlesen. Ja, cool. Mushroom Mini Farm. Hier unten ist auch eine andere Sorte. Grapefruit für 1,99 pro Pfund. Das heißt, eine kostet wahrscheinlich gleich 4 Dollar oder so. Ja, auch riesige Auswahl an verschiedenen Orangen, Mandarinen. Ja, ist schon sehr, sehr schön die Auswahl, muss man halt so sagen. Hier Lemongrass, Mint, Dill, Oregano. Ja, sehr, sehr nett präsentiert hier halt auch mit diesen verschiedenen Farben. Haben sie vermutlich absichtlich gemacht. Rot, Grün, Rot, Grün. Auch eine gute Auswahl an Äpfeln. Könnt ihr mal zählen, wie viele Sorten? 1, 2, 3. Auch hier Kartoffeln drüben. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich wollte ich die Äpfelsorten zählen. Also 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Leute, ich gebe auf. Das sind 20 Sorten Äpfel, so ungefähr. Wahnsinn. Ja, hier ist eine Abkürzung. Das ist fast wie bei IKEA hier. Der Laden führt halt auch in so einem, so wie bei IKEA auch, in so einer Art, ja nicht Labyrinth, aber so eine Schlange, die sich durch den Laden zieht. Also es ist jetzt hier nicht ein Regalkonzept per se, wo man in den Laden reingeht und dann einmal quer durchlaufen muss, um die Milch zu finden und dabei dann noch 10 weitere Sachen kauft, die man eigentlich gar nicht auf der Einkaufsliste hatte, sondern man läuft hier halt wie durch so eine Schlange durch, eben wie ihr es bei der Möbelausstellung von IKEA oder der SB-Halle von IKEA auch kennt. Ja, hier so schön auf Eis, diese ganzen verschiedenen Säfte, Orange, Grapefruit, Strawberry, Lemonade, Orange Basil.
Ja, es ist schon recht hipsterisch, was es hier alles so zu kaufen gibt. Green Juice, Apple Beet Orange, Strawberry Margarita Mix. Natürlich ohne Alkohol. Gehe ich mal von aus hier. Auch hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Sorten von Grapes. Trauben. Hier gibt es auch sehr viel an frisch zubereiteter Ware zu kaufen. Das heißt, man könnte hier durchaus auch hingehen und sich ein Mittagessen holen und das auf dem Parkplatz verspeisen. Hier gibt es auch verschiedene Limetten. Ich nehme mal meinen Wagen hier ein bisschen aus dem Weg. Auch zum Beispiel die Organic Meyer Lemons. Die sind jetzt auch nicht so häufig zu finden in jedem Supermarkt. Hier gibt es sogar ganz kleine Key Limes, so ganz kleine Limetten. 10 Stück für 1 Dollar immerhin. Und da unten gemischte Nüsse. Ja, Bananen. Und da drüben ist auch schon die Fischtheke. Hier gibt es frisch geschnittene Früchte. Gut, kennt man auch, findet man auch in jedem Supermarkt, mehr oder weniger, in jedem größeren. So ein paar Zwiebeln. Build your own Pizza. Ist die Frage, ob sie hier Pizza verkaufen. Ja, hier drüben ist auch noch mal so eine Verkostungsstation. Oder was auch immer hier angeboten wird. Hier wird auf jeden Fall irgendwas zubereitet. Sorry Leute, wie ihr merkt, wie gesagt, bin ich jetzt nicht regelmäßiger Kunde hier, dass ich mich super krass mit der Auswahl auskenne. Ja, hier ist das Fischregal, nicht Fischregal, der Fisch, die Fischtheke. Verschiedenste Muscheln. Shrimps. 18,99 pro Pfund für die Jumbo Shrimp. Hier könnt ihr auch Lobster kaufen. Squid. Also Tintenfisch. Oktopus. Ja, krasse Auswahl. Direkt mariniert hier für den Grill. Traurig guckende Fische. 16,99 pro Pfund für den Lachs. Yellowtail, Redfischfilet und Grouper. Ja, krass. Was hier drüben an dem Regal sind wir achtlos vorbeigegangen. Größere Auswahl an Bacon. Also hier drüben sind Würstchen. Und hier haben wir verschiedenste Sorten Bacon. Noch mehr Bacon. Und hier geht es wieder weiter mit Würstchen. Da drüben ist ein Schild, Fresh Meat Market. Hier drüben sind noch ein paar, ja, was ist es, Chicken Nuggets. Wobei, nee, das ist alles hier Beyond Sausage, also das ist alles schwer zu sagen. Wobei, ist so gemischt, hier ist ein Beyond Sausage und hier ist Chicken Breast Fajita. Also kein rein veganes Regal. Hier sind weitere Hühnerfleischprodukte für 6,49 pro Pfund. Hier ist die Fleischtheke, da werfen wir noch mal einen genaueren Blick drauf.
hier direkt mit so einer Wartenummer zum Ziehen, aber da haben sie es schon sehr schön gemacht mit den Ballons, damit man es gleich sieht und findet. Ja, hier gibt es auch wiederum weiteren Bacon, Uncured Hickory Bacon. Noch mehr Bacon, sieht alles recht appetitlich aus. Sofern man jetzt nicht vegan ist, dann sieht es jetzt natürlich nicht so appetitlich aus, schon klar. Hackfleisch 5,49, 6,99, 9,99 pro Pfund. Das für 9,99 pro Pfund ist dann das Grass-Fed Beef Ground Round. Hier gibt es Wagyu Beef aus Neuseeland für 10 auch pro Pfund. Sieht wirklich sehr professionell und angenehm präsentiert aus, das Ganze. Hier sind verschiedene Ribs, Pork Baby Back Ribs und St. Louis Style Spare Ribs. Hier drüben geht es weiter mit mariniertem Fleisch. Hier gibt es ganze Spieße vorne. Oben für 12,99 pro Pfund auch wieder. Nicht pro Spieß, sondern pro Pfund verkauft. Nach Gewicht. Hier ist eingelegtes mariniertes Hühnerfleisch. Seasoned Chicken Wings. Ja, nicht schlecht. Ganzer Vogelschwarm hier drin. Hier drüben noch mal ganz kurz geguckt. Hier ist weiteres Fleisch halt abgepackt. Hier ist ein vorbereitetes Beef Brisket, allerdings auch für 78 Dollar. Für ein 4,83 Pfund Stück. Wie gesagt, weiteres abgepacktes Fleisch. Ist halt aber schon ziemlich teuer, muss man sagen. Kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, dass es halt bessere Qualität wahrscheinlich ist, sicher. Aber hier so ein Rack Ribs kostet hier zum Beispiel 30,69. Kommt natürlich aufs Gewicht an, aber dieses Stück hier vorne 30,69, das kann man jetzt halt auch für in einem normalen Kroger Supermarkt zum Beispiel für 20 kaufen, fürs gleiche Gewicht. Wie gesagt, Qualität mag besser sein, vielleicht ist es organic und so weiter und so weiter. Aber ja, für den schmalen Geldbeutel ist das hier auf jeden Fall nichts, dieser Laden. Dieses Stück Fleisch hier. Gut, es ist ein Wagyu Beef Brisket, was 15 Pfund knapp wiegt. Es kostet 133,55. Ja, ist natürlich schon eine Ansage. Aber gut, wie gesagt, Wagyu Beef. So, jetzt haben wir diesen Bereich verlassen, wo man hier durchlaufen muss, um in den Supermarkt überhaupt reinzukommen. Jetzt haben wir hier wieder so eine Gangsituation. Ich versuche mal alles abzulaufen, so im Groben und Ganzen. Hier sind Weine, wie man unschwer erkennen kann, die teilweise halt auch so in den etwas höheren Preisbereich gehen. Zum Beispiel hier unten die Flasche, 130 Dollar. Ups, jetzt ist sie mir runtergefallen. ja, man kann ja auch eine, ach, ich dachte 15, es sind 75. Wollte gerade sagen, es gibt auch ein paar Schnäppchenangebote mit bei. Da oben 645 Dollar. Das ist aber richtig heftig. Also weiß ich nicht, ob ich da nochmal hinkomme, mir einen Wein für 645 Dollar zu kaufen. Ich meine, kann man machen, aber da würde ich mir doch tatsächlich lieber irgendwie einen geilen Rum für 300 Dollar kaufen. Ja, krass. Gut, laufen wir hier nochmal rum. Hier hinten sind Restrooms. Müssen wir uns jetzt nicht unbedingt anschauen. Hier gibt es ein paar Biere. So wie es aussieht, ist der ganze Gang runter, sind Biere auf der rechten Seite. Und hier links ist halt so die Weinecke. Hier sind weitere Weine. Bisschen günstiger, also man kann jetzt hier zum Beispiel im Sale, der da unten kostet 11 Dollar, der Wein,
Da gibt es einen für 10, also man kann ja auch etwas günstigere Weine kaufen. Ich bin aber trotzdem noch ein bisschen schockiert von dem 645-Dollar Wein. Das steckt mir jetzt noch so ein bisschen in den Knochen, dass das hier verkauft wird. Aber gut, okay, bei einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von 240.000 Dollar im Jahr wird es sicherlich auch Kunden geben, die mal, wenn gute Freunde vorbeikommen, die 645-Dollar Flasche rausholen. Ja, gut. Hier sind sie wie auch häufig zu finden, sortiert nach Ländern. Hier Spanien zum Beispiel, Spanien und Portugal. Da drüben ist Italien, Süditalien sogar. Dann super Tuscans, also Toskana, Southern France. Es ist halt hier nicht nur wie in einem Stino-Supermarkt sortiert nach Ländern, sondern noch nach Regionen. Ja, interessant. Excuse me. Hier ist eine recht große Auswahl an Roséweinen in diesem Regal. New Zealand, Italian White Wine. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also den mittleren Gang sparen wir uns mal, sind halt noch mehr Weine. Da hinten sind Organic, also Bio-Weine. Und schauen wir mal, was der Laden hier so zu bieten hat. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier so links die Ecke ab. Hier sind nämlich diese ganzen Kaffeesorten. Also das ist jetzt auch mal eine nicht schlechte Auswahl, sage ich. In-house Roasted Coffee. Also das ist der von Central Market geröstete Kaffee. Die Preise sind so zwischen 12,99 und 16 Dollar pro Pfund. Ist natürlich auch kein Schnäppchen. Und dann gibt es hier noch eine riesige Auswahl an Kaffee. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Man nimmt sich halt hier so eine Tüte und füllt es dann selbst ab. Hier sind so Kaffeemaschinen, wo man das mahlen kann. Hier gibt es schon... das ist nicht fertig gemahlen, das sind auch ganze Bohnen. Ja, das ist krass, das müssten ja hier mindestens 60, 70 Sorten sein. Gut, viele sind jetzt hier auch geflavored, also aromatisiert. Hier geht's weiter mit Süßigkeiten, so zum Abfüllen. Jelly Beans, auch von Jelly Belly, also auch von dem Hersteller halt. Hätten ja jetzt auch andere Marken sein können. Und hier oben sind noch andere Sachen, also nicht die Jelly Belly Beans. Naja, 7,19 Dollar pro Pfund, 4,49 pro Pfund, also unterschiedliche Preise, 9,89 für die Jelly Bellies pro Pfund. Excuse me. Und hier sind auch weitere Süßigkeiten noch. Die kennt man ja auch irgendwie. Also ich kenne die so aus meiner Kindheit, diese Dinger. Oder sehen zumindest aus wie Produkte, die ich aus meiner Kindheit kenne. Schoko Rocks. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ja, cool. Krasses Süßigkeitenregal. Ja, hier kann man sich noch grind your own nut butter, also mahle deine eigene Nussbutter, kann man sich hier gleich wieder abschlecken hier von dem Ding oder so. Kann man sich hier in diese Schalen rein mahlen, drückend für, Peanuts 4 Dollar pro Pfund bis hin zu 11 Dollar pro Pfund für die Almond Butter Stock. Wie auch immer, halten wir uns nicht länger dran auf. Hier, das könnte auch irgendwo im Prenzlauer Berg stehen, dieser Laden, gibt es weitere Getreidesorten, die man sich hier, also es ist eine Mischung. Hier zum Beispiel Chocolate Discs, Müsli, Korn, also Mais, Heirloom Beans. Ja, also hier kann man sich, wie gesagt, alles Mögliche abfüllen.
Irgendwo müsste es dazu diese Tütchen geben. Habe ich jetzt gerade übersehen, aber ist egal, will ich mir jetzt auch nicht abfüllen. Hier auf der Rückseite geht es weiter mit verschiedenen Granolas, also Cerealien. Getrocknete Limetten für 10,99 pro Pfund. Und hier sind bereits abgefüllte getrocknete Früchte. Oh, hier geht es nochmal weiter. Also hier sind Nüsse. Zum Beispiel Mandeln für 10,99 pro Pfund. Wahnsinnige Auswahl. Noch mehr Nüsse. Nussmischung vielmehr. Studentenfutter, was sich kein Student mehr leisten kann. So, noch weitere Nüsse. Sorry, ich muss es mir hier abkürzen mit diesen ganzen Nüssen. So, you get the hang of it. Wobei, das sind jetzt hier so salzstangenartige Geschichten zwischendrin. Sesame Sticks. Und hier sind Vitaminzusatzstoffe. Beziehungsweise so ein kleiner Pharmacy-Gang. Also auch irgendwelche Öle und irgendwelche, ja, Öle, Zusatzstoffe, Vitamine. So würde ich es vielleicht zusammenfassen, diese Wand hier hinten. Ja, große Auswahl davon. Hier ist noch mehr. Probiotische Stoffe für Frauen, Männer und 70 weitere Geschlechter. Und hier sind noch weitere, was weiß ich, essentielle Öle oder so. Müsste ich mich jetzt mit beschäftigen, um es besser beschreiben zu können. Hier hinten sind wir dann auch schon im Kasse. Guck mal, hier ist ein Durchgang, Shortcut. Das kann man natürlich auch nehmen, wenn man sich hier auskennt. Insider benutzen diese Tür. Hier kann man sich eine Pfanne für unglaublich viel Geld kaufen. Wahnsinn. Gut, passt natürlich zum Konzept des restlichen Ladens. Das hier zum Beispiel, ihr seht ja die Preise hier. Ne? Das ist, ja Mensch, ich koche hier mit meiner billigen Kochware. Ja, hier ist der Kassenbereich. Hier sind nicht die üblichen Süßigkeiten zu finden, sondern andere, irgendwelche Bio-Sachen. Pass auf, ich würde sagen, wir machen die Runde allerdings nochmal weiter hier hinten durch. Wir sind ja jetzt so mit dem Blick nach links hier an diesem Regal vorbeigegangen, mit den ganzen Vitaminzusatzstoffen. Ja, hier ist noch ein bisschen Kochzubehör. Zum Beispiel so 4 Weingläser für 36 Dollar. Fast IKEA-Preise. War jetzt ironisch gemeint. Hier gibt es dann noch weiteres Zubehör, weitere Kerzen, Handcremes, Öle, ja, noch mehr Regale mit, was weiß ich, Lefzenöl, Shampoo. Organic vermutlich. Was ist das hier? Medizin, das deine, auf deine Symptome. Ach so, homöopathische Stoffe, sage ich jetzt mal so neutral. Seifen für 8,49. Also die Reihe jedenfalls. Gut. Das könnte jetzt auch so ein bisschen Nanunana für Reiche sein, hier gerade diese Ecke. Hier sind weitere Children's Vitamins und Protein-Drinks, Pulver für die Pumper in South Lake. Ja, genau. Hier, das Whey-Protein bei Walmart für 21 oder 22 Dollar, wobei ich jetzt nicht genau die Mengen und Zusammensetzung vergleiche, hier für günstige 45 bis 49 Dollar. Wahnsinn. Ja, gut, wer hat, der hat. Oder nach dem Besuch dann nicht mehr.
nach dem Einkauf. Scheiße. Ja gut, also hier sind weitere Tees. Der Gang ist blockiert. Das rechts haben wir hier alles gesehen, also fast. Hier waren wir eben schon. Hier können wir noch mal kurz reingucken. Hier gibt es irgendwelche Müsli, Schokoriegel und weitere. Ach, guck mal, hier sind Gewürze, die man sich so abfüllen kann. Mit so einem Löffel hier. Clean Spoons, Dirty Spoons und so kleine Tütchen. Und dann wiegt man das ab und hat halt hier so Oregano zum Beispiel. $17 pro Pfund für Paprika, Gewürz, Green Cardamom. Ja, ist jetzt keine schlechte Auswahl so an Gewürzen, muss man sagen. Und alles so zum Selbstabfüllen, also man kann die Menge bestimmen. Ist jetzt vom Konzept her nicht schlecht. Aber ich würde mal sagen, die Motivation ist hier eher, dass es auf ein etwas edleres, möglicherweise auch ökobewusstes Publikum so ein Stück weit abzielt. Wir laufen jetzt hier noch mal ein bisschen die Gänge rauf und runter, die hier in der Mitte stehen. Nee, Moment. Hab mir gerade meine Meinung geändert. Wir laufen, ich suche nämlich die Käsetheke. So, das hier ist die Sackgasse. Ist ein bisschen schwierig zu navigieren, der Laden, weil es halt hier so eine Mischung aus Gängen und Regalreihen ist. Also hier drüben sind, wie gesagt, die Regalreihen. Hier rechts waren wir gerade. Und hier sind wir in der Käse- und die Backecke müsste ja auch noch kommen. Genau, das ist hier nämlich auch nochmal recht groß. Das schauen wir uns auch nochmal an. Hier sind halt, gut, hier sind Joghurt so abgepackte, die man jetzt so mehr oder weniger auch bei anderen Supermärkten findet. Wir gehen gleich auf der linken Seite zurück, ja, schauen wir uns nochmal kurz den Käse gleich an. Ja, verschiedene Säfte und so weiter, excuse me. Und hier sind wir bei der Milch. Hier findet man natürlich wieder alles von der Kokosnussmilch, Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch mit Laktose, ohne Laktose, Whole Milk 2%, 1%, 0,1%, Ziege, Milch und Hamster. Genau. Gut, das da unten sieht recht normal aus. Diese Horizon-Marke findet man auch in jedem Supermarkt, die Bio-Milchmarke. Ah, Patisserie, siehst du? Hier, Mensch, in der Ecke war ich, glaube ich, auch noch nie von diesem Laden. Hier ist Butter, auch von des Indianer-Logos befreiten Land O'Lakes Butter für 5,78 ein Pfund jeweils, 454 Gramm. Und hier oben, gibt es sogar Le Président Butter. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, 2,99 allerdings für 4 Ounce. 4 Ounce ist ein Viertelpfund, also 100 Gramm ungefähr, so in dem Dreh. 100 irgendwas. Und ja, Butter, halten wir uns nicht länger bei der Butter auf. Eier, gut, die Preise sind recht normal wiederum für dieses Pasture-Raised Eier, ein Dutzend, 6,42. Ist teuer, aber ist auch so der Preis bei Target. Hier sieht man, guck mal, hier sieht man die LGB-Marke, das Logo. Also das sind halt von der Mutterfirma, dem Besitzer dieses Geschäfts, hier auch hingelieferte branded Produkte, LGB. Und das ist jetzt hier nochmal einen Blick wert. Und das ist ja nicht schlecht. Hier diese ganzen Cupcakes, 3,69. So ein Kuchen, $17. Der etwas aufwendigere, 30. Der 36. Sieht sehr appetitlich aus, muss man so sagen. Red Velvet Cake 25 oder 36, der größere, 9 Zoll Durchmesser. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier vorne, hier oben gibt es Tiramisu. Ich bin tatsächlich in diesen Laden gegangen, weil ich Mascarpone brauchte für selbstgemachtes Tiramisu. Das ist da drüben in dem Regal, gehen wir gleich vorbei. Und diese Mascarpone war so teuer,
dass ich hinterher dachte, diese Lasagne wird richtig teuer, weil das Mascarpone hat $7 für so eine 8-Ounce-Packung gebraucht. Wir brauchten zwei, es waren dann $14 fürs Mascarpone und nochmal $16 oder so für die nochmal $16 für die Ladyfinger Biscuits. Ja, hier ist Brot, natürlich kein Krustenbrot, dieses Konzept gibt es hier nicht, wobei das hier drüben, na, sieht gar nicht so schlecht aus. Also hier gibt es ein Sauerteigbrot, was man allerdings mittlerweile auch in jedem besseren Supermarkt findet. Sauerteigbrot, so abgepackt halt, sind jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so frisch wie dieses. Gibt es auch bei Walmart zum Beispiel oder bei Aldi zu kaufen. Ja, hier gibt es doch so ein bisschen was, was doch recht nett aussieht. Ich will es jetzt nicht anfassen und drauf rumdrücken, um die Krustenbeschaffenheit auszuloten. Tut mir leid. Kostet aber auch 8,99 hier, dieser große Leibbrot. Also dafür kriegt man so 5 Brote der Größe beim Lidl in Deutschland. Vielleicht ist die Qualität jetzt besser als beim Lidl in Deutschland, weiß ich nicht. Wobei mir jetzt wahrscheinlich das vom Lidl in Deutschland besser schmecken würde, was halt so schön krustig ist. Ich habe mir da mal ganz gerne das Bauernmilde gekauft, weil ich nicht so auf Roggenbrot stehe. Und das war halt ein schönes graues Krustenbrot für den kleinen Geldbeutel. Weiß nicht, was es gekostet hat. 1,99 oder so, ein Euro. So. Genau, hier ist noch ein bisschen Aufschnitt wieder, dann gehen wir mal kurz auf der anderen Seite zurück, nachdem wir einen Blick auf die Rotisserie geworfen haben. Also das Rotisserie Chicken für $5 wie bei Costco kann man hier vermutlich nicht erwarten. Citrus Peppercorn Classic, Lemon Pepper. Weiß man nicht, was es kostet. $9,50. Suppen kann man sich hier nehmen. Kostet also Small 8 Ounce ungefähr 200 irgendwas Gramm, 3,99. Und 1 Pfund 6,99. Und hier drüben gibt es noch. Ah, guck mal, hier kann man sich tatsächlich sein Mittagessen zusammenstellen. Oliven. Hier gibt es tatsächlich ein ganzes Regal voll mit Oliven. Wobei jetzt hier noch ein paar andere Sachen mit reingeschmuggelt wurden. Wie zum Beispiel hier diese Mozzarella-Tomaten-Mischung. Ja, so auch auf jeden Fall eine ganz nette Auswahl an Oliven, hier oben schon fertig abgepackt. Hier sind die Behälter zum Befüllen. Und hier kann man sich Salate selbst zusammenstellen. Oben drauf sind Cracker. Ja, $10 pro Pfund. Und hier gibt es fertige Salate, sehen gut aus, aber auch $10, $12, die kleineren $4,30, $3,99 je nach Sorte, $8,49. Und hier sind Suppen, aber auch $11 der ganze Bottichsuppe. Und hier gibt es komplett in Mahlzeiten Chicken Spaghetti für 20 zum Beispiel, die Schale. Vermutlich einfach nur noch, um es in den Ofen zu werfen. Hier Dinner for One, ich meine Dinner for Two, $17,99 für so ein Steak mit Kartoffeln und Asian Slaw, also Kraut. Ja, also ihr seht es ja selbst, muss ich ja jetzt auch nicht alles im Detail beschreiben. Das ist halt Grab-and-Go-Lunch, also hier ist fertiges Lunch.
zu mitnehmen. Aber gut, sind auch fast Restaurantpreise dann. Nicht ganz. Also man muss kein Trinkgeld geben. 6,90 jetzt hier für so ein Salat-Medley zum Beispiel. Sieht ja jetzt aber auch nicht schlecht aus, allerdings schon. Also ich weiß nicht, ob ich davon satt werden würde. Aber gut, ich bin vielleicht auch kein Maßstab. 5,79 jetzt für so ein Granola-Joghurt. Und hier wird auch noch an den Nachtisch gedacht. Ja, nicht schlecht. Jetzt habe ich die Orientierung kurz verloren. Okay, hier Chef prepared. Da drüben ist übrigens was, was wie so ein Restaurantbereich aussieht, oder? Ja, tatsächlich. Guck mal. Hier ist tatsächlich auch noch mal so ein Cafeteria-Restaurant. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Ah ja, okay. Gut, Lunch und Dinner, Breakfast. Also hier ist halt so eine Karte, kann man sich nennen. No, go ahead, please. Yeah, me too. Just everyone's just looking. Okay, Lunch and Dinner, Breakfast. Okay, also ist jetzt ein kleines Restaurant, was hier noch mit drin ist. In diesem Laden. Und hier Cooking School, genau. Das habe ich auch mal gehört, dass es hier halt auch mal so Veranstaltungen gibt, wo halt so eine Kochunterricht gegeben wird oder Kochstunden oder Kochkurse wäre vermutlich die korrekte Übersetzung. Hier drüben ist dann noch so eine kleine Kaffee-Ecke, sowas wie Starbucks im Endeffekt. Oh, und hier wird sogar mit Lavazza-Kaffee geköchelt. Das ist nicht schlecht. Den kaufe ich mir mal bei Amazon. Also ich hau mir auch immer aktuell gerade Lavazza-Kaffee Espresso rein in meine Kaffeemaschine zu Hause. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, Konzept so ein bisschen wie bei Starbucks letztendlich. Schauen wir hier links nochmal. Hier gibt es auch verschiedene fertige Gerichte zum Kaufen und Mitnehmen. 7,59 zum Beispiel für die Nudeln. Coleslaw für 4,60. Ja, wenn man keinen Bock hat zu kochen, dann kann man sich hier auf jeden Fall ein komplettes Abendessen zusammenstellen. Ja, cool. Sogar mit so einem Turkey Hackbraten. $11 pro Pfund. Meatballs 14 pro Pfund. Und was gibt es hier zu kaufen? Guck mal, hier gibt es Pizzateig zu kaufen. Oder halt hier so Pizzen, die sie dir vorfertig backen. Allerdings auch zwischen 10 und $12 die Pizza. Und der Pizzateig kostet auch 3,98. Kann man sich natürlich auch etwas günstiger selbst machen, aber so ist es halt. Wobei der Fruit and Cheese Tray geht tatsächlich für $6, finde ich jetzt. Ach nee, Moment, das ist der kleine. Ja gut, der große ist 23. Hab nichts gesagt. Gut. So. Dann schauen wir noch mal hier in der Mitte. Hier ist, glaube ich, die Sushi-Ecke, siehst du? Okay, wird gerade so ein bisschen zusammengepackt. Naja, gut. Was gibt es hier so? Ich schmuggel mich mal so dazwischen hier. Ja, ist ja eine ganz nette Auswahl an Sushi auf jeden Fall. Aber auch kein Schnäppchen. Hier sind verschiedene Salamis und Würste. Kompletter Prosciutto di Parma, 30 Monate gereift für 38 pro Pfund. Delikatessen.
Das finde ich auch immer wieder faszinierend, das Wort. Im englischen Kontext natürlich. Das ist genau wie die deutschen Delikatessen geschrieben wird. Nur mit C halt. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie die Amerikaner das so richtig aussprechen. Delikatessen. Müsste ich mal einen Ami fragen. Und hier, guck mal, das ist ein bayerischer Emmentaler. Bavarian Emmentaler für... Schwer zu sagen, ich finde das Preisschild dafür nicht. Also als Referenz, der Swiss Cheese kostet 8 pro Pfund. Wird sich vermutlich auch so in dem Bereich bewegen, der bayerische Emmentaler. Hier sind Cookies. Recht breite Auswahl. Ja, steht kein Preis dran. Ich sehe doch hier, also 1,50 pro Cookie. Geht auch, sind halt so ein bisschen Restaurantpreise. Muffins, weiteres Gebäck. So, wir wollten uns ja nochmal die Käse-Ecke anschauen. Bagels. Weitere Milchprodukte. Sour Cream im Beutel, auch recht praktisch. Und hier ist eine recht gut sortierte Auswahl an Käse. 7,99 für den Parmesan-Käse hier, pro Pfund natürlich. Ja, hier kriegt man eigentlich auch alles, was das Herz so begehrt. Natürlich zu Gourmetpreisen. Ja, hier ist die Mascarpone, die ich eben erwähnt habe. Gut, werde jetzt auch nicht jede einzelne Käsesorte hier erläutern. Aber wie gesagt, an Käseauswahl mangelt es definitiv nicht. Das sieht ja recht interessant aus hier. Ein paar Marmeladen, um sie mit dem Käse zusammen anzubieten. So, ich habe jetzt beinahe meinen Wagen hier verloren, was nicht so schlimm gewesen wäre. Noch mehr Käse. Und hier ist noch ein ganzes Regal, ein ganzer Kühlschrank, ein weiterer Käse voll. Was schätze ich mal so ein bisschen die Prime-Location ist, weil die Leute, die hier den Gang runterkommen, sehen dieses Käseregal hier als erstes, laufen drauf zu. Hier ist ja wieder der Bavarian Emmentaler, Certified Non-GMO, 8,99 für einen 0,6 Pfund, 0,6 Pfund Stück. Ja, gut, gehen wir hier nochmal diesen Gang lang. Hier ist halt, ich wollte gerade sagen Eis, ja doch, ist Eis. Craft Ice Cream, also so handgefertigte Ice Cream. Wobei, naja, vielleicht nicht handgefertigt, aber halt so, Craft ist halt so Handwerk, handwerkliche Ice Cream. Ist halt so ein BS-Begriff, um irgendwie so etwas teurere, edlere Eissorten zu beschreiben. Ice Cream and Novelties, Neuheiten oder Ungewöhnliches. Dessert und Baking. Und hier sind tiefgefrorene Früchte. Ja. Bisschen weiteres tiefgefrorenes Zeug. Das tiefgefrorenes Brot. Interessant. Ah.
und Tiefkühlpizza. Allerdings, die Preise sind natürlich auch wieder krass. $10 für so eine Tiefkühlpizza. Gut, ist wahrscheinlich gute Qualität, klar, aber naja, zu meiner Zeit hat man dafür noch 10 einzelne Tiefkühlpizzen bei Aldi bekommen. Ja, vorbei ist, aber gut, das sind wirklich heftige Preise, also so viel kostet das jetzt in einem normalen Supermarkt nicht. Die sind ja auch alle hier unten, die zum Beispiel kostet 12 für eine Tiefkühlpizza. Also eine 703 Gramm Pizza ist da drin. Der Wahnsinn. Hier stehen selbst die Preisschilder Kopf, siehst du? Aber man kann es noch erkennen, 10,99 für die Coal Oven Pizza. 12 für diese im Karton verpackte Pizza, die man erst sieht, wenn man sie zu Hause auspackt. Heftig, heftig. Ja. Also, so, alkoholfrei. Ich habe mich schon gerade gewundert, weil hier in Texas, wie schon mehrfach erwähnt, dürfen normale Supermärkte keinen harten Alkohol verkaufen. Deswegen war ich gerade einen Augenblick verwirrt, aber es ist alles nicht alkoholisches Zeug. Ja, weitere Getränke, so ein bisschen in den hipsterisch teuren Bereich abdriften. Aber guck mal hier, ist Texas Wasser, Texas Crystal. Ich hätte jetzt gedacht, Texas Crystal, irgendwo so Meth oder so, aber Texas Crystal ist Wasser. Ja, gut, und da hinten waren wir bei den Vitaminzusatzprodukten. Wir können ja jetzt hier nochmal ganz kurz gucken. Wie gesagt, hier waren wir. Hier gibt es einen Lemon Buttermilk Cake Mix für $15. Das ist schon dann natürlich kein so ein richtig günstiger Buttermilchkuchen. So. Ja, das übliche Brot, was man auch überall findet, das Dave's Killer Bread. Dave, der alte Killer. Nee, umgebracht hat er keinen, habe ich ja auch schon mal gesagt. Hier sind noch Marmeladen, hier Cerealien, sogar, nee, auch keine Frosted Flakes von Kellogg's, sondern von H-E-B. Siehst du, hier ist wieder die Eigenmarke. H-E-B Frosted Flakes. Und Cornflakes. Und weiteres Müsli. Ja, also Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, denkt jetzt, was ihr wollt, aber es ist mir zu teuer, der Laden. Hier gibt es auch noch mal Gewürze, siehst du, gibt es auch noch mal im Glas. Oder in der Einzelfertigpackung. Weißt, man muss jetzt nicht mit den Apfeltütchen arbeiten, wenn man nicht will. Gut, hier ist Mehl. Was kostet denn so ein Mehl in dem teuersten Supermarkt der USA? Ne, ist wahrscheinlich nicht der teuerste Supermarkt, aber auch nicht der billigste. Also gut, oh, immerhin gibt es hier Spelt Flour. Ne? Also Spelt ist Dinkel. Und hier oben gibt es Cornmeal. Das ganz normale Weizen, das ist aber okay, Organic, 3,99. Worauf bezieht sich der Preis? Das hier unten, ganz normale Central Market, also Eigenmarke. Diesmal sogar nicht von H-E-B, sondern Central Market mit kleinen H-E-B darunter. H-E-B, Unbleached All-Purpose Flour. 4,48 für 5 Pfund, für 2,27 Kilo. Das ist schon heftig, 4,48. Da unten gibt es noch Organic Flour für 5,98. Ja, also ist mir, wie gesagt, ein bisschen zu teuer. Wenn ich mal was Spezielles suche oder so, dann kann ich mir definitiv vorstellen, was hier zu kaufen. Wie gesagt, finde ich, das Konzept ist natürlich ganz gut gemacht. Die Auswahl ist gut, die Präsentation ist gut, die Qualität ist sicherlich auch gut. Aber mir jetzt so einen ganzen Einkaufswagen zu füllen, ist mir dann wirklich auch echt zu teuer. Das muss nicht sein. Was ist das? White Tuna. So eine Riesendose in Olivenöl für immerhin
87 Dollar. Ich meine, gut, es ist auch 1400 Kilo Thunfisch drin, mit Flüssigkeit 1650 Gramm. Aber ob das jetzt im Vergleich zu den kleineren Dosen so günstig ist, wage ich mal zu bezweifeln. War wahrscheinlich auch nicht die Absicht des Produzenten und des Einkäufers. Ja, hier sind noch weitere Konserven und so weiter. Sojasauce. Ein bisschen Asia-Ecke hier. Ramen-Nudeln. Ja, Leute, ich kaufe immer das günstige Fertigrahmenzeug für 49 Cent. Und hier kostet es 1,58. Natürlich anderer Hersteller. Vielleicht sind es auch handgeknüpfte Rahmennudeln da drin. Wer weiß es schon. Chips. Ob wir hier die guten Lays-Chips finden? Ja. Genau. Okay. Bamba. Noch nie gesehen. So Leute, auch Jeff Bezos geht hier einkaufen. Er kann es sich leisten. Ich würde sagen, wir haben jetzt den Laden gesehen. Mit allen seinen Quirks und Features. Hier waren wir, der Chef's Market. Hier ist so eine Selbstbedienungskasse natürlich. Pass auf, ich lasse den Wagen einfach mal hier stehen. Der wird sich schon, wird schon Abnehmer finden. Oder ich nehme ihn mit raus, ist okay. Hier sind Blumen, die noch verkauft werden. Mit so einem Blumentresen. Das heißt, man kann sich die hier zusammenstellen lassen. Was kostet denn sowas? 2 Dollar die Rose. Aber immerhin ist wie so ein Florist halt das Ganze, ne? Immerhin kein schlechter Service jetzt, wenn man einen etwas edleren Blumenstrauß braucht. Pass auf, ich stelle den Wagen einfach mal hier hin. Den wird sich dann hier direkt am Eingang vom Supermarkt garantiert an. Aber ich kann ihn auch hier gleich rausstellen. Guck mal. Geht auch so auf, nicht, dass jetzt hier ein Alarm losgeht, weil ich durch den Ausgang reinlaufe. Komm, sind wir ganz vorbildlich. Haben den Wagen wieder zurückgestellt. Cool. Ja, da haben wir das auch mal gesehen. Nochmal ein letzter Blick von außen. Und dann würde ich sagen, haben wir es. Den teuersten Supermarkt in Texas. Das könnte tatsächlich sein, dass das der teuerste Supermarkt in Texas ist im Durchschnitt. Weiß ich nicht, aber könnte ich vermuten. Der Parkplatz ist übrigens auch die Hölle. Also ich würde sagen, Parking's a bitch hier, weil das ist immer voll. Und das haben mir auch Nachbarn gesagt, ja, dass das hier Mord und Totschlag ist auf dem Parkplatz. Also nicht wortwörtlich, ja, also Mord und Totschlag jetzt nicht wie in Süd-Dallas. Aber Mord und Totschlag in dem Sinne, dass es hier wirklich sehr schwer ist, einen Parkplatz zu finden, weil hier halt nicht nur Leute für diesen Supermarkt parken gehen, sondern hier ist halt so eine kleine Mall mit noch lauter anderen Geschäften ringsrum, was jetzt nicht unüblich ist. Aber irgendwie ist das Ding hier recht gut besucht. Sagen wir es mal so. Ich gehe mal kurz wieder in den Schatten. Es ist jetzt gerade nicht so günstig für die Kamera, das Gegenlicht. Gut, Leute, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!